So, das löst sich gleich wieder auf. Genau, das müsste sich gleich wieder auflösen. Muss ich da unten nur die Fackeln austauschen. Genau. So. Sollte sich auflösen, theoretisch. Gut, das geht dann direkt hier rein. Ist nicht so schlimm bei den Gestein. Die Fackeln sind sowieso auf der anderen Seite. Ach shit, ich habe ja was vergessen. Ach ja. Habe ich eine Seite vergessen? Ah, ist das nicht scheiße hier? So. Jetzt ist das auch dicht. Jetzt geht es natürlich hier wieder raus, aber gut. Ach, die Seiten habe ich komplett vergessen. Muss ich als erstes machen. Das muss ich mir merken für die nächste. Das mit der Lava ist eigentlich am schlimmsten, das zu koordinieren. Dass das hier funktioniert. Das ist so. Mangelkonzentration. Vor allem, wenn man so fix und fertig ist wie ich gerade. Cool. Aber wir haben es erstmal so weit geschafft. Jetzt gehe ich halt mal von der anderen Seite rein. Okay, dann kann ich aber kurz hier reingucken. Genau. Dann sehen wir quasi den Antrieb hier. Das ist quasi der Antrieb. Und ja, kann ich nicht meckern. So, dann muss ich jetzt mal hier gucken. Genau. Ich werde das jetzt erstmal hier schließen. Was fertig ist, ist fertig. Alter! Was ist das? Hat denn der jetzt schon für ein Problem gehabt? Dann lege ich jetzt hier auf die Platten. Weil die leuchten abends schön. Ohne dieses, ja, nervige Licht hier. Ja, ich muss gerade echt hier so. Ich stehe echt auf meinen Schlauch. Aber es tut nicht weh. So, ja. Alter, bin ich hier neben der Spur. Alter, Schwede aber auch. Ja, die Kinder waren heute so. Ach, lieb ohne Ende. Anstrengend, im wahrsten Sinne des Wortes. Nett, lieb, super. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Sie waren nicht böse. Sie waren auch nicht alles andere. Sie waren aber nur anstrengend. Dementsprechend bin ich auch fertig. Fertig, fertig, fertig. Ich bin. Und dann noch diese Mammutsaufgabe hier, weil ich will gleich noch ein paar Grafiken machen. Also Auschwitz habe ich heute erledigt. Konzentrationslager Auschwitz, die können sich besser konzentrieren als ich. Zumindest in den Grafiken. Da habe ich das einmal Originalbilder. Aber auch von den Originalbildern in die KI mit eingepflegt und da hat mir die KI was rausgespuckt. Ist ja nicht so schlecht, muss ich zugeben. Und ja, man kann über die KI meckern, wie man will. Aber die KI hat schon was drauf. So. So, komm.
Gut, ich lege mich nochmal hin. Was sind denn die Monster? Ah, jetzt sind sie wieder da. Aber nicht in der Nähe meines Bettes. Das ist schön. Das ist schon mal super. Gut. Ja, morgen ist kinderfreier Tag. Wir fahren morgen in den Erdbeerhof. Ich habe noch meine Jahreskarte. Und das heißt für mich aber. Ach ja, habe ich schon, genau. Ich muss nur hier. Ja, ich nehme die Kamera mit. Meine Frau hat leider keine Jahreskarte. Die kommt da nicht in die Eiskunstdings mit rein. Ist natürlich doof für sie. Ja, musste draußen bleiben. Jo, wenn die dann ihre Tour machen, kann ich wenigstens noch ein paar Bilder machen. Sofern meine Frau mal wieder nicht rummeckert, dass ich sie immer alleine lasse. So ein Blödsinn aber auch. Ich halte ja auch schon oft genug den Rücken frei. Nee, 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 ja. Alter, ich mal, geht's noch? Ich werde sicherheitshalber ja das alles so vorbereiten schon mal. Mann! So. Nee. So. Damit ich dann hier runter kann, genau. Weil hier unten ist nämlich gleich das Wasser. Und ich komme dann trotzdem noch daran, ohne dass hier was abfließt. Okay. Jetzt. So, super. Das haben wir schon mal geschafft. Das ist auf jeden Fall besser gelaufen als bei den anderen beiden Gondeln. Jetzt hau ich das Glas noch hier rein. Dann kann ich das hier raushauen. Cool. Das hat funktioniert. Cool. Warum habe ich das bei den anderen beiden nicht so gemacht? Ach, alter Schwede, ey. Nervt das. So. Hey, Alter. So, einmal hier. Ja. Cool. Das hat, das sitzt. Cool, dann haben wir die Gondeln schon mal soweit durch. Zumindest in den oberen Bereich. Und ja, ich kann echt nicht. Das hat jetzt funktioniert. Hat ein bisschen länger gedauert durch diesen Fehler. Wer hat damit gerechnet? Und so, machen wir noch das Ding hier dicht und schauen uns das mal von Weitem an. Nicht schlecht, der Specht, sagt der Hecht. Wir müssen das noch zumachen.